Sprache, die die verstanden haben, die sie auch als, heute würde man sagen, hip akzeptiert haben, war der Lindenberg. Nicht? Und insofern war es völlig logisch, dass das auf einmal auch explodierte. Also in dem Augenblick, als jemand kam, der nicht mehr nur irgendwie Englisch nachempfindet, sondern in seiner eigenen Sprache Dinge ausdrückt, da war der Erfolg auch da. Rudi ratlos heute wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Er wurde aus dem Altersheim abgeholt von diesen cleveren Business-Leuten. Und der galante Kerl brutal tanzt den Schieber jetzt nochmal. Und er schiebt die Lady nett übers glänzende Parkett. Und der Geiger geigt uns ein und manche Damen fangen an zu weinen. Und eine ist schon ganz nass in den Augen und um die Nase blass. Die neue Musik bekommt bald ein Siegel, das seine Erfinder in England bereits abschätzig gemeint haben: Krautrock. Die Abneigung der deutschen Musiker gegen diesen Begriff ist bis heute geblieben. Kraftwerk zum Beispiel kommentieren ihn auf ihre Art. Oh, wir waren schwer beleidigt am Anfang. Nicht Kraut, das hörte sich so, das war so ein Schimpfwort eigentlich. Und wir waren wirklich, wir fühlten uns diskriminiert. Dann haben sie es halt probiert und alle aufgenommen, die Guten und die Mittleren und die Schlechten, und alles war dann Krautrock und alle waren gleich gut, was uns sehr gestunken hat, weil wir live natürlich viel besser waren als viele von den Bands, die dann ihre Liedchen verkauft haben. Ich schätze mal, das ist einfach so ein Schubladendenken, dass sie sagen, deutsche Musik ist Krautrock. Ne, haben wir nichts mit Rock zu tun, weder Kraftwerk, TD noch ich oder so. Für eine junge Band, die eben diesen Support braucht, um wirklich aufgebaut zu werden, war dieser Begriff Krautrock, so haben wir es jedenfalls empfunden, eher hinderlich. Man wurde klein gemacht. Also jede Band, die aus San Francisco kam oder aus London, die wurde abgefeiert in Deutschland. Aber als deutsche Band hast du, wenn du den Musikexpress aufgeschlagen hast, dann gab es eine kleine Ecke, das war die Krautrock-Ecke. Und da hast du so einen Dreizeiler gehabt, wenn du Glück gehabt hast. Dieses unsinnige Krautrock-Etikett, das selbst völlig unterschiedlichen Gruppen wie Can oder Kraftwerk von Seiten der Medien im In- und Ausland angeheftet wird, ist sicher ein Grund, warum nur so wenige deutsche Gruppen dieser Zeit einen wirklichen Durchbruch geschafft haben. Ein weiterer Grund für das Scheitern vieler Bands ist darauf zurückzuführen, dass bis 1978 niemand in Deutschland als professioneller Manager arbeiten durfte. Nur die Arbeitsämter waren autorisiert, Künstler zu vermitteln. Das war der wichtigste Hinderungsgrund, dass es sich in Deutschland ein Management entwickeln konnte. Also bedauerlicherweise muss ich feststellen, dass ich in diesem Jahr noch keine Rockband vermittelt habe und auch keinerlei Aufträge vorliegen habe, trotz intensiver Bemühungen. Woran das liegt, ich glaube, das ist eine Frage des Geschmacks, dass auch viele Veranstalter inzwischen gesehen haben, womit kann ich meine Einnahmen hereinbekommen, mit der Rockmusik. Oder lieber mit einer anderen Art. Es gibt wahrscheinlich nicht eine Vermittlung, auch zu städtischen oder staatlichen Konzerten, die ja nur Kulturämter oder so gemacht haben, die dann durchs Arbeitsamt zustande gekommen wäre. Dass wir unser Management selbst gemacht haben. Dadurch haben wir einfach eine ganz andere Beziehung zu unserem Erfolg bekommen. Wir wussten, wie sich die Leiter aufgebaut hat. Wir haben jede Stufe, die es auf der Leiter gab, jede Sprosse haben wir selbst gezimmert. Wir haben die Leiter uns selbst aufgebaut. Doch selbst bei sechsstelligen Umsätzen, wie sie beispielsweise die Kölner Bombastrock-Gruppe Triumvirat erreicht, bleibt für die einzelnen Musiker kaum etwas übrig. Wenn du heute 100.000 LPs verkaufst, ne? Als deutsche Rockband und die Band besteht aus 5 Mann, dann kommt da ungefähr, je nachdem wie dein Deal aussieht bei der Plattenfirma, aber lass uns mal sagen, da kommt bei 100.000 LPs kommen 100.000 Mark Künstlerlizenzen. Und da kommen, wenn du die LP oder die Band die LP autorenmäßig selber geschrieben hat, dann kommen da nochmal 100.000 Mark GEMA. Das sind 200.000 Mark. Die teilen wir jetzt mal durch 5. Dann sind das 40.000 brutto. Davon sind auch keine Steuern bezahlt.
Davon ist noch keine Krankenversicherung bezahlt, nichts. Wenn ich jetzt mal überlegst, wie lange brauche ich, um 100.000 LPs zu verkaufen, dann kannst du mal sagen, 1,5 Jahre. Dann sind halt auf 1,5 Jahre hast du 40.000 Mark brutto verdient. Das musst du jetzt teilen durch 18. Also kommst du vielleicht auf einen Bruttoverdienst von, vielleicht Pi mal Daumen, von 2.000 Mark. Wenn ich jetzt bei der KVB als Straßenbahnschaffner anfange, dann kriege ich 2,8 brutto. Mhm. Oder 2,9 mit Nachtzulage auf der Linie 3 oder was. Verstehst du? Die Industrie hat damals Verträge gemacht und die hat sie teilweise heute auch noch, wo der gigantische Batzen bei der Industrie hängen geblieben ist und die Künstler eigentlich einen sehr kleinen Anteil bekommen haben, den ich heute auch noch für zu gering erachte. Die Musiker sollen sich darüber nicht beklagen. Sie haben damals jeweils in der Zeit, in der diese Sachen entstanden sind, haben sie faire Deals bekommen. So wie sie in der Zeit damals üblich waren. Unterschreibt nie in eurem Leben irgendeinen Vertrag. Und wenn es sein muss, dann holt ganz gründlich Ratschläge älterer Leute ein, die in ihrem Leben alle diese Fehler gemacht haben, die man dabei machen kann. Ihr werdet zunächst mal von allen nur übers Ohr gehauen. With their ladies, Germans, in their elegant Mercedes, Germans. Erst als Mitte der 80er Jahre eine neue Generation von Hörern die experimentellen Klänge jener Anfangsjahre deutscher Rockmusik wiederentdecken, bekommt Krautrock seine heute eher positive Bedeutung. Inzwischen ist der Begriff gerade unter Musikern ein Gütesiegel für ungewöhnliche musikalische Ansätze, auf den sich ironischerweise oft angloamerikanische oder gar japanische Gruppen berufen. Also derzeit ist ja unglaublich viel passiert. Also wenn man überlegt, was wir da für eine Vielfalt an Musik hatten und wie viele unterschiedliche Bands sich Spitzenpositionen erkämpfen konnten in den Charts auch, dann ist das eine geradezu einmalige Ära. Uns wird ja nachgesagt, dass wir so heute noch nicht Vorsprung durch Technik, also dass wir eine besondere Affinität haben zur Technologie, zur Technik. Und dass dann Bands wie Kraftwerk oder auch Tangerine Dreams, also besonders mit elektronischer Musik, gearbeitet haben, das wäre, kann man sagen, oder war, kann man sagen, dann sehr deutsch. Und da das die anderen Bands nicht gemacht haben zu dem Zeitpunkt, waren sie eigenständig. Und das hat sich dann auch ausgezahlt für sie, weil man hat gesehen, es gab keinen Vorurteil gegen deutsche Bands oder deutsche Musiker. Man hat nur gesagt, warum sollen wir Bands kaufen, die Coca-Cola zum zweiten Mal erfinden wollen. Also sie müssen schon originell sein. Nicht? Und das waren diese Bands. Es war nicht so beamtet wie heute alles, nicht so geregelt und hier Club und schon ein halbes Jahr vorher alles abgemacht und Gage und Manager und das und der ganze Anhang. Es war richtig Underground. Es gibt einfach so ab und zu mal alle 10 Jahre oder so ein paar Wahnsinnige, die es einfach drauf haben, die so aus dem Nichts kommen. So. Also ich glaube, die Einflüsse, die da waren, waren alle längst nicht so stark wie die Jungs selbst. So. Das, was sie daraus gemacht haben. Wir waren alle ein bisschen verliebt in unsere eigene Welt, diese ganz progressive Welt, die wir hatten. Und wir haben eigentlich gedacht, dass wir dass die Mehrheit der Deutschen oder der Europäer aus Menschen besteht, die so denken wie wir. Und wir waren eine verschwindend geringe Minderheit. Naja, so ist das. Ne? So ist das. Ja, so ist das.